und Signal zum Anfang und Beginn unserer heutigen Gala-Vorstellung. Silvio Silvestro, der Mann mit der Maske, sieht alles, weiß alles, sagt alles. Die größte Sensation der alten und der neuen Welt. Silvio Silvestro entschleiert Vergangenheit und Zukunft nach Schreibwissenschaften. Eine Täuschung! Die Direktion hat jeden 50 an die Bar! Der Mann mit der Maske! Richtig, Mann! Und eine Täuschung nachweisen kann! Ein okkultes Phänomen! Ganz schreiben aus den Metropolen aller Länder! Kommen Sie, Herrschaften! Silvio Silvestro! Stolz auf diesen Spitznamen, denn meine lieben Schüler, ist nicht der Pinguin jener aufrechtgehende, flugunfähige Schwimm- und Tauchvogel, dessen Charakteristikum die weiße Weste ist. Ja. Ja. Sehen Sie, meine Herren, und auf diese weiße Weste kommt's an. Los, wir sind dran. Affe. Zehn Schüler und ein Erwachsener, bitte. Komm.
Experiment der Gedankenübertragung. Oder auch Visio-Telepathie genannt. Zu diesem Zwecke wird jetzt mein Medium zu Ihnen darunter kommen. Und ich bitte Sie, meine Damen und Herren, einen Satz, vielleicht ein Erlebnis, ein Datum, eine Zahl oder einen Namen, was immer Ihnen beliebt, auf den beigelebten Zettel zu schreiben und eigenhändig in die Kuverts zu stecken und fest zuzukleben. Kann ich mich auch nicht präparieren? Sie können sich ja selbst davon überzeugen, mein Herr. Bitte sehr. Bitte. Die transzendentalen Energien, die jedem Menschen innewohnen, habe ich durch Arbeit und langjähriges Studium so entwickelt, dass ich die Gedanken meiner Mitmenschen, ihre geheimsten Wünsche, die grenzenlosen Höhen und Tiefen ihres Bewusstseins, Liebe und Hass erfahren kann. Und ich habe an die Pforte gepocht und das Tor ward mir aufgetan. Ein einsamer Forscher im unbekannten Reich der Geister, im Reich der vierten Dimension. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt versuchen, ohne die Kuverts zu öffnen, die Worte, den Inhalt oder die Zahlen laut und vernehmlich anzusagen. Tolles Ding, was? In diesem ersten Brief, ein Schöngeist der Mensch hat diese Worte geschrieben, ein Zitat: Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Stimmt das? Hat jemand das geschrieben? Hier ich, das stimmt, ich habe es geschrieben. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Stimmt. Ein echtes Dichterwort, Goethe. Und in diesem Brief hier, ich sehe Ziffern, eine Zahl. 10.438. Stimmt das? 10.438? Ja, das stimmt! Na, was sagst du nun? Ach, das sind doch Flausen. Glatter Betrug. Richtig. Ich nehme einen neuen Brief und vor meinen Augen formt sich ein Schriftbild. Die Worte Leid, Sehnsucht. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Wer hat das geschrieben? Sie! Warum zögern Sie? Schämen Sie sich nicht eines Gefühls, das keinem unter uns fremd ist. Warum genieren Sie sich? Lachen Sie nicht! Es ist allzu billig, über andere zu spotten. Meine Dame, Ihr Leben liegt vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Vergangenheit und Zukunft, Seite um Seite, Hoffnungen und Enttäuschungen. Aber Ihre Sehnsucht wird sich erfüllen. Sie werden... Das ist ja alles fauler Zauber! Wer war das? Wenn Sie den Mut haben, meine Experimente anzuzweifeln, so haben Sie gefälligst auch den Mut, Ihre Behauptungen zu begründen. Meine Damen und Herren, 50 Mark! Das 250-fache des Eintrittspreises zahlen wir jedem, der in der Lage ist, meine Experimente etwa als Schwindel oder als Trick zu entlarven. Hier! Ich bin 100 Mark dagegen! Nee, jetzt darfst du nicht greifen. Sie also. Ich. Ja. Bitte. Na, und? Natürlich weiß ich nicht, wie Sie das machen. Aber für jeden logisch denkenden Menschen ist es doch wohl klar oder respektive unklar, woher Sie die Unverfrorenheit nehmen und sein Derbchen Hokuspokus hier vorzumachen. Die stecken doch hier alle unter einer Decke. Sie etwa auch? Na, so erlauben Sie mal. Sie waren noch nie hier? Nein. Und Sie halten meine Experimente für Trick oder Schwindel? Jawohl. Und Sie wollen die Wahrheit hören? Bitte, ja. Meine Damen und Herren, Sie haben soeben gehört, was dieser Herr gesagt hat.
Sie alle sollen jetzt Zeuge eines Experimentes sein. Vor Ihren Augen zerreiße ich den Schleier der Vergangenheit und der Zukunft und enthülle das Bild eines Mannes, der... Ja, was gibt mir das jetzt weiter? Bleiben Sie! Wir wollen doch was. Ruhe! Ruhe! Aus Ruhe! Sehr einen Mann. Ein angesehener Bürger dieser Stadt. Er geht durch die Straßen. Man zieht ehrerbietig den Hut. Junge Menschen. Eine Schule. Der Mann ist ein Erzieher, ist Lehrer. Na ja, ich bin Studienrat. Richtig, Studienrat. Und Sie sind sehr stolz auf diesen Titel, ebenso wie auf Ihren makellosen Ruf, auf Ihre Untadeligkeit. Aber ist es nicht auch nur alles Schaustellung, Illusion, Schein oder auch fauler Zauber, wie Sie vorhin so treffend bemerkten? Hören Sie zu. Ich verbitte mir das. Was fällt Ihnen ein? Nein, nicht so, Herr Studienrat. Sie wollten doch die Wahrheit hören, die volle Wahrheit. Was hätten Sie, ein Pädagoge von tadellosem Ruf, von ihr auch zu befürchten? Und das hörst du dir alles mit an? Was ist denn heute mit Silvestro los? Weiß nicht. Und was belieben Sie aus Ihrer Vergangenheit zu hören? Etwa, dass Sie schon als Penela allen ein Vorbild an Fleiß, Strebsamkeit und Wissen waren? Und es wäre nur die halbe Wahrheit, denn derselbe Musterknabe beschmierte, wenn er sich unbeobachtet glaubte, alle Tische und Wände mit zotigen Bildern und Versen. Lassen Sie mich los! Sie sind ja wahnsinnig! Raus! Da draußen ist die Halle los! Das ist mein, das ist dem erwartungsvoll gespannten Publikum auch mitteilen, dass dieser biedere Schulmeister eine seiner Schülerinnen verführte. Dass er sie in seiner erbärmlichen Feigheit im Stich ließ. Dass er sich vor der Verantwortung drückte. Meine Damen und Herren, sehen Sie eine Tanzstudie Schnitterton. Überhaupt, dass Sie ein Menschenleben auf dem Gewissen haben? Ist alles Lüge? Kein Wort wahr von? Hergesehen, meine Damen und Herren! Polizei! Für die hat keinen Schutzmann! Die Direktion hat keine Kosten und Mühe gescheut, alles an Feigheit Niedertat und Feigheit aufzubieten! Hier die ungelüfteten Instinkte eines Schulmeisters! Bitte! Die grenzenlose Geldgier eines Pfennigfuchsers! Und da! Die heuchlerische Visage eines skrupellosen Karrieremachers! Bitte! Die wahren Attraktionen sind zu allen Zeiten im Parkett! Persönlich. Ja, ja. Mich hätten Sie ja wohl nicht erwartet. Aber das haben die alten Pauker nun mal so an sich. Die kommen immer, wenn man sie nicht erwartet. Was wollen Sie? Wollen Sie mir erzählen, dass man gegen mich protestiert? Dass man in dieser Stadt einen Mann nicht dulden will, der im Gefängnis war? Bringen Sie sich ruhig aus. Oder kommen Sie vielleicht im Auftrag der inneren Mission? Nicht doch. Lassen Sie das, Michael Scholz. Ich bin gekommen, weil... Ja, ich suche hier meinen ehemaligen Klassenprimus. Sie können es sich ja gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, Sie nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ja. Ist das Ihr Hund? Nur eine Vorsicht, der mag keine Lehrer. Aber vielleicht mag er Pinguine. Hm? Oder machst du auch keine Pinguine? Hm. Hm. Ja, ja, ja. Mein lieber Michael, ich merke es wohl, dass Sie mit mir nichts anzufangen wissen. Und dieser Besuch kommt ja auch um viele Jahre zu spät und holt das Versäumte nicht ein. Also doch, Seelsorge.
Kapitel vom verlorenen Sohn. Der gute alte Klassenlehrer macht sich auf und sucht sein schwarzes Schaf. Na ja, da. Kommen Sie. Trinken Sie einen Cognac mit mir. Also, meine Herren, ich bin aufs Tiefste in meiner Ehre gekränkt worden. Bitte. Und wenn ich von einer strafrechtlichen Verfolgung dieser Angelegenheit absehe, so tue ich das einfach nur... Damit deine Frau nichts davon erfährt. Weil es unter meiner Würde ist. Alter Herr, ich bin eine Attraktion. Ein einsamer Wanderer im unbekannten Reich der Geister. Ach was! Wenn Sie nicht schon so ein alter Esel wären, ich würde Ihnen jetzt noch den Hintern verklopfen. Ja, Herr Gott, so begreifen Sie das doch endlich! Ich fühle mich mitverantwortlich für alles, was geschehen ist. Ein Teil der Schuld trage ich. Sie? Ja, ich. Man kann sich nicht in das Leben eines Menschen, in seine Erziehung einmischen und dann, wenn mal etwas schiefgegangen ist, sich einfach mit einem Pater Peccavi aus der Affäre ziehen. Mein lieber Rudolf, ich glaube, den Namen aller zu sprechen, wenn ich hiermit öffentlich erkläre, dass die Pöbeleien einer, milde gesagt, gescheiterten Existenz nicht imstande sind, unsere Freundschaft und Treue zu dir zu erschüttern. Ach, Michael. Michael, ich heiße nicht Michael. Ich bin Silvestro. Der große Silvestro. Prost. Vergangenheit scheint heute Ausgang zu haben. Als wenn es Abend wäre. Dabei ist es noch nicht mal 11. Man sollte die Lampe anzünden. Das ist die Pontiac. Die läuft aus nach Sydney. Man müsste mal raus auf diesen Käfig. Mal ist es Sydney, mal New York, mal Buenos Aires. Jeden Tag etwas anderes. Warum heiraten Sie eigentlich nicht, Herr Carstens? Nina hat eben nicht so viel Glück wie Michael. Maximilian, ich flehe dich an, hör auf mit dem Geklimper. Das kann man ja nicht ertragen. Der Tee ist fertig. Kommen Sie vor, Herrn Bruns. Lassen Sie, Frau Irene, ich mach das schon. Beruhigen Sie sich doch, Hermine. Legen Sie sich nebenan auf den Sofa, kommen Sie. Ach, geht das schon wieder los? Was ist denn mit Fräulein Bruns? Ist ein bisschen hysterisch. Seitdem ihr Vater damals ums Leben kam, da war Kapitän auf einer Dreimastbark. Da hast du es, Irene. Irgend so ein Scharlatan hat ihr vorausgesagt, dass ihr Vater im Novembernebel auf hoher See Schiffbruch erleiden würde. Und dass sich diese Prophezeiung unglückseligerweise erfüllt hat, ist diese arme Person jetzt völlig in der Macht dieses Mannes. Sie hält ihn für einen neuen Messias und geht dabei zugrunde. Er soll sogar die Verstorbenen erscheinen lassen, bitteschön. Aber wahrscheinlich lässt er erst die Lebenden zahlen. Immerhin, die Voraussage ist eingetroffen. Aber Frau Irene, das ist ja gerade das Gefährliche an solchen Leuten, die übrigens heute wieder große Mode geworden sind. Es wird täglich schlimmer mit ihr. Und man ist völlig machtlos. Oh, du kennst doch dieses Fräulein Bruns schon seit Jahren. Kannst du da nicht mehr etwas unternehmen? Ja, man sollte sie dem Einfluss dieses Mannes.
böse. Es war nicht meine Absicht, euch zu stören. Er hat mich gerufen. Der Freund der verstorbenen Seele. Ich weiß, ihr spottet darüber. Nein. Doch, doch. Ihr wollt mich nur nicht kränken. Wenn ich doch nur die Kraft hätte, euch einen einzigen Blick tun zu lassen in seine Welt. Ohne Tod und Schrecken. Ich muss jetzt zu ihm gehen. Entschuldigt mich bitte. Das ist ja unvorstellbar. Und dabei kann man ihr nicht einmal helfen. Man müsste es. Wie heißt denn dieser Gauner? Ich glaube, Carstens, Sie gehen da etwas zu weit. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ich habe wirklich erstaunliche Dinge über diesen Professor Sapis gehört. Der Mann hat sogar uns mal geholfen. In einem komplizierten Kriminalfall konnte er der Polizei wertvolle Dienste erweisen. Ich bitte das aber diskret zu behandeln. Aber Sie werden verstehen, dass ich auf Ihre Argumente hin keine Veranlassung sehe, gegen ihn einzuschreiten. Nur weil er wahr sagt, wenn er wenigstens lügen wollte. Aber unter uns lassen Sie lieber die Finger davon. Das sind so Sachen. Ja, da wäre ich. Es tut mir leid um Ihr krankes Fräulein, aber wie die Dinge liegen. Die Polizei kann da nichts machen. Tja, dann danke ich Ihnen, Herr Kommissar. Oh, bitte, bitte. Adieu. Adieu. Ein Sturm anmeldet. Ebenso zeigen sich auch Sturm und Schönwetter unseres Lebens vorher an. Das ist es, was ich recht eigentlich bin. Ein Meteorologe des menschlichen Schicksals. Gehen Sie jetzt, liebe Frau, und lassen Sie mich allein. Ja, aber was wird denn nun mit meiner Geldbörse. Ja, Ihre 5,47 Taler. Sie brauchen nicht zu weinen. Das Geld wird gefunden von einem ehrlichen Menschen. Ach. Sie haben Glück, liebe Frau. Oh, ich danke Ihnen, Meister. Schon gut, liebe Frau. Hahnchen. Wir müssen übermorgen der Frau Rothkegel 5,47 Taler zukommen lassen. Die hat ihre Geldbörse verloren. Das ist die Wirtschafterin bei Geheimrat Hans in der Wellergasse. Schon wieder Geld? Das lass noch meine Sorge sein. Die Alte in ihrer Geschwätzigkeit wird schon dafür sorgen, dass bald das ganze Kränzchen der Frau Geheimrat hier antanzt. Nein, das ist es eben. Er hat nicht gefragt. Wenn ich ihm etwas sagen wollte, winkte er heftig ab. Das ist so schade, ich hätte gern... Abschließe. Seitdem habe ich keinen Verlust gehabt. Das ist doch ein Beweis dafür, dass es übernatürliche Kräfte gibt. Seit 2 Monaten habe ich keine Nachricht. Ist das schlimm? Wissen Sie, diese ewigen Unruhen beim Hereros. Tja. Und nun will ich wissen, ob er noch lebt. Hier, sein Bild. Ein hübscher Mann. Wundern Sie sich darüber? Christus hat ja schließlich auch schon. Aber das ist doch etwas ganz anderes. Wieso ist das etwas anderes? In Paris. Kennen Sie Madame de Thé? Jedes Mal Weihnachten hat sie die politischen Ereignisse des Jahres vorausgesagt. Und sie hat immer recht behalten. So wird es die Natur tun, sagt er zu mir. Und warum ist er nicht Millionär oder Professor an der Sorbonne, wenn er alles weiß? Sie brauchen gar nicht so spöttisch zu sein. Ich bin kein Arzt, sagt er. Aber wenn es Ihrer Frau bestimmt ist zu sterben, sind alle Kapazitäten machtlos. Ich aber sage Ihnen, gehen Sie nach Hause, Ihre Frau wird nicht sterben. Ja. Und im Hause begegnet mir dann der Pastor, der sagte, das Fieber ist gefallen, Gott hat mein Gebet erhört. Und von da an ging es ihr besser und sie wurde gesund. Na bitte, wie erklären Sie sich das? Der Nächste, bitte. Immer das Gleiche. Enttäuschung und Hoffnung,
Verzweiflung und Glaube. Sie? Was starren Sie mich denn so an? Wir messen unsere Erwartungen an dem zu kurzen Maßstab der Wirklichkeit und die Wirklichkeit an dem zu großen unserer Erwartungen. Das ist die Summe unseres Schicksals. Hören Sie, ich bin nicht hierher gekommen, um mir von Ihnen etwas vorzaubern zu lassen. Ich weiß, Herr Scholz. Ach, meinen Namen kennen Sie also schon. Woher eigentlich? Ihren Namen? Mein Herr, ich weiß alles. Ich weiß, dass Sie mich für das traurige Los der Hermine Bruns verantwortlich machen. Ich weiß, dass Sie mich für einen Scharlatan halten, dem man das Handwerk legen sollte, nicht wahr? Sie waren auf der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Was? Das wissen Sie auch? Warum sind Sie erstaunt? Sie sind doch nicht hergekommen, um sich etwas vormachen zu lassen, denke ich. Glauben Sie mir, es ist so kinderleicht, die Menschen zu täuschen. Ihre blinde Bereitschaft zu glauben, und sei es das Unsinnigste, ist oft das einzig Wunderbare am Wunderbaren. Sie sind Buchhalter in einem Assekuranzkontor, ein nüchterner Rechner. Sie lieben keine unklaren Posten, die Bilanz muss stimmen, nicht wahr? Sie haben eine Frau geheiratet, eine auffallend schöne Frau. Sie ist aus einer der ersten Familien dieser Stadt. Lassen Sie sich nicht typieren, Herr Scholz. Keine Magie. Ich beziehe dieses Wissen aus sehr irdischen Quellen. Ich bin mit den Verhältnissen dieser Stadt durch so mannigfachen unterschiedliche Kanäle verbunden, dass Sie von Ihrer Person, Ihren Absichten wussten, noch ehe Sie ins Zimmer traten. Dann frage ich mich nur, warum Sie mich überhaupt empfangen haben. Sehen Sie, das habe ich mich auch gefragt. Aber jetzt, jetzt weiß ich es. Was? Nichts. Gehen Sie. Ich bitte Sie, gehen Sie doch. Was? Was haben Sie denn? Gehen Sie! Was wollen Sie denn noch? Sagen Sie doch, dass ich ein Betrüger bin. Ein armseliger Narr, der sich für auserwählt hält. Sie haben ja recht. Sind Sie denn wahnsinnig? Vielleicht. Vielleicht bin ich es wirklich. Verzeihen Sie, mein Herr. Aber was ahnen Sie denn von der Gewissensnot eines alten Mannes, der stündlich um Rat und Hilfe angegangen wird? Und er doch selbst so ratlos und hilflos ist wie ich. Was wissen Sie von der unseligen Gnade der Vision? Damals, es begann am 16. August 70, als ich die Frau eines Kriegskameraden besuchte. Sie spielte die Toccata von Bach. Und mitten in einen Akkord hinein sah ich ihren Mann vor den Toren Vionvilles tot zusammenbrechen. Sie werden sagen, es war Krieg, die Wahrscheinlichkeit war gegeben, so sagte ich mir auch. Aber wenige Monate später bekam ich den Besuch eines Mannes, eines mir fremden Menschen. Eine eigenartige Unruhe überfiel mich, ein fast körperliches Unbehagen, ich glaubte, einer Ohnmacht nahe zu sein. Und dann, wie durch eine Nebelwand, sah ich das Zukunftsbild dieses Menschen. Ich sah seinen ihm vorgezeichneten Weg. Und als dann die Ereignisse mir recht gaben, als ich den unwiderlegbaren Beweis hatte, dass ich ein Auserwählter, Prophet sei, beschenkt mit der Gnade der seherischen Kraft oder richtiger mit ihrem Fluch beladen. Da, mein Herr, gab ich alles auf, nur meiner Bestimmung zu leben und der Menschheit
zu dienen. Ich lebte 20 Jahre vom Betrug. Nie wieder wusste ich um das Schicksal der Menschen, die zu mir kamen. Vergebens flehte ich um Erkenntnis. Ich gab die tägliche Münze der Wahrsagerei, billige Worte, leeren Trost, Lüge. Ein Don Quixote der Vorsehung. Aber jetzt sind sie gekommen. Ich habe es gewusst. Endlich. Was um Himmels Willen habe ich denn damit zu tun? Warum erzählen Sie mir denn das alles? Sie? Schon im ersten Augenblick, als wir ins Zimmer traten, da fühlte ich die gleiche rätselvolle Bindung wie damals. Mein Gott, Sie werden meinem Leben den Sinn wiedergeben. Sie werden mich rechtfertigen. Ich wusste es. Mein Schicksal ist an das Ihre festgebunden. Ich sehe Ihre Zukunft vor mir. Ihre Frau. Sie werden Ihre Frau verlieren. Meine Frau verlieren? Guten Tag, ist meine Frau bei Ihnen? Frau Irene, bei uns? Nein. Ist was? Nein, nein, ich dachte nur. Also schönen Dank auch. Guten Tag. So verspätet? Es ist schön, dass du da bist. Micha! Man könnte fast glauben, du seist verliebt. Ich liebe dich. Mein Herr, darf Sie daran erinnern, dass wir seit fast 5 Jahren miteinander verheiratet sind. Darf ich Sie weiter daran erinnern? Ich werde uns jetzt einen Tee machen. Was ist, Micha? Nichts. Das heißt doch, Irene, du warst doch vor einiger Zeit beim Arzt. Was hat er eigentlich gesagt? Aber das habe ich dir doch lang und breit auseinandergesetzt. Davon weiß ich ja gar nicht. Aber Micha, gleich am selben Tag, als du aus dem Büro kamst. Da haben sie doch erzählt, dass
dass alles ganz harmlos ist. Dass du dir überhaupt keine Sorgen machen brauchst. Das muss ich doch. Du siehst manchmal so blass aus, so angegriffen. Jetzt auch wieder. Fehlt dir etwas, Irene? Oh nein. Es wird der Schreck gewesen sein. Ich wollte dir eigentlich gar nicht erzählen. Aber von dir kann man ja keine Geheimnisse haben. Was denn für Geheimnisse? Ja, Micha, stell dir vor, beinahe wäre ich unter die Räder gekommen. Wieso? Und dann habe ich überfahren worden. Ich hatte mich bei der Musistin zu lange aufgehalten und wollte schnell nach Hause kommen. Und dann habe ich anscheinend nicht Acht gegeben. Jedenfalls stürzten plötzlich durchgehende Pferde an mir vorbei, ganz dicht. Dann ein Krachen, ein Schreien. Der Wagen war umgestürzt. Kannst dir meinen Schreck vorstellen? Du musst immer recht vorsichtig sein. Versprich mir das, Irene. Es kann doch so leicht etwas passieren. Wie meinst du das, Michael? Ich halte es doch für meine Pflicht, Ihnen zu sagen, dass vor kurzem Ihre Frau Schwester bei mir in der Praxis war. Was, Irene? Ja, ich habe sie mal gründlich untersucht. Ach komm, Sie lassen Sie uns einen Augenblick mal abseits gehen. Aber ich habe immerhin eine leichte Affektion des linken Lungenflügels und eine allgemeine reduzierte Konstitution festgestellt. Ja, das habe ich kommen sehen. Irene war immer sehr anfällig und bei den kleinbürgerlichen Verhältnissen, in die sie sich da begeben hat, diesen Anforderungen ist sie eben nicht gewachsen. Aber eben darum, lieber Delius, sollte es da nicht an Ihnen liegen, was anzugreifen? Ich denke da an die Möglichkeit einer Ausspannung. Ja, etwas vor sich kann nie schaden. Es zeigt sich doch immer wieder, letzten Endes kommt es auf den Stall an, aus dem man stammt. Ja, lieber Geheimrat, diese Ehe war damals für uns alle ein schwerer Schlag, aber meine Schwester wollte es ja nicht einsehen. Zog es vor, sich mit der ganzen Familie zu entzweien, um sich in die Arme dieses Versicherungsagenten zu werfen. Mein Mann? Sehr merkwürdig. Micha? Nein, nichts. Aber warum rufst du denn an? Na, Micha, da steckt doch etwas dahinter. Nichts. Gut. Also dann bis heute Nachmittag. Adieu. Was sagen Sie dazu, mitten in der Bürozeit? Bei einer so schönen Frau doch selbstverständlich. Also, schönen Dank. Und adieu, Herr Heinemann. Gern geschehen, Frau Scholz. Adieu. So. Kommen Sie. Sehen Sie mal, hier hause ich nun schon seit mehr als 25 Jahren. So. Hier korrigiere ich die Schülerhefte. Hier habe ich auch Ihre Diktate und Extemporalia korrigiert. Kommt, setzen Sie ein bisschen zu mir. Ja, es werden immer noch dieselben Fehler gemacht, wie vor 25 Jahren. Pinguin, ich hätte Sie gern mal gefragt. Und regiert doch den Konjunktiv. Wissen Sie das noch, Michael? Der hier, der Rolf, der wird das niemals in seinem Leben lernen. Fehler! Wie vor 25 Jahren. Was ist es denn? Sie wollten doch eben etwas sagen. Ich wollte etwas fragen. Glauben Sie, dass unser Schicksal vorherbestimmt ist? Ja, unser Schicksal vorher? Ja, natürlich glaube ich das. Das ist meine feste Überzeugung. Ihre etwa nicht? Doch, doch. Aber glauben Sie auch, dass es Menschen gibt, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diese Bestimmung zu erkennen, vorauszusehen, die Zukunft zu deuten? Ja, selbstverständlich. Gibt es das? Haben Sie nie davon gehört? Zum Beispiel von Swedenborg? Setzen Sie sich. Swedenborg, sehen Sie mal an. Swedenborg hat, wo steckt er denn? Swedenborg hat seinerzeit ganz Europa und seine Visionen in Aufregung versetzt. Tja, Swedenborg, Mann. Er fand sehr, sehr viele Anhänger, aber ich finde nicht.
Abend. Frau Scholz, ich habe schon auf Sie gewartet. Ich brauche Ihren Rat. Ich habe doch das neue Sofakissen angefangen und da möchte ich Ihnen so gern die Farben zeigen. Sie haben doch einen so guten Geschmack. Ja, Frau Varell. Aber über den Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber doch nicht über den guten Geschmack. Ein bisschen Vertrauen kann ich doch schließlich verlangen, nicht? Sie sind doch jetzt kein Kind mehr. Hm? Gegenteil, also ich finde, Sie sind eine richtige junge Dame. Zigarettchen? Nein, danke. Nein. Nein, bleibt ja unter uns. Nein. Wir reden ja nicht darüber, nicht? Na, dann sitzen Sie doch nicht so steif und feierlich da, wie auf der Schulbank. Darf ich bitten? So, soll dich doch hier wie zu Hause fühlen, ne? So, machen Sie es bequem, ne? Ihr denkt immer, ein Lehrer merkt nichts. Aber ich weiß noch ganz genau, wie Sie damals zu mir in die Klasse kamen. Ich habe sofort gefühlt, dass Sie für mich schwärmen. Das ist nicht wahr, Herr Doktor. Wir alle haben für Sie geschwärmt. Ja, wirklich? So. Aber bei den anderen, da war mir es nicht so wichtig. Hm? Also darauf trinken wir, ja? Prost. Prost. Gut. Aber Sie müssen doch extra. Nein, so viel kann ich nicht vertragen. Bei mir dreht sich schon alles. Freude. Gut schmeckt er. Was ist denn das? Das ist ein Russotherm. So ein ganz harmloses Weinchen. Oh, noch ein kleines. Haben Sie denn immer noch Angst? Hm? Ich möchte doch lieber gehen. Bei mir dreht sich wirklich schon alles. Du kannst doch jetzt nicht so davonlaufen, du. Bitte nicht, Herr Doktor, bitte nicht. Ich hab dich doch aber auch lieb. Das musst du doch schon gemerkt haben, du. Bitte, bitte, Herr Doktor, nicht. Jetzt will ich einen Kuss haben, du. Komm, ich lass doch. Sie werden Ihre Frau verlieren. Das kann doch nicht sein, mein Gott. Zu Dr. Gärtner. Ja, der Herr Doktor ist jetzt nicht mehr zu sprechen. Ich weiß. Sag mal, bist du denn wahnsinnig geworden? Was fällt denn dir überhaupt ein? Was ist denn? Was willst du denn überhaupt? Entschuldige ich. Naja, die junge Dame hat etwas hastig getrunken. Ich weiß doch, alles ganz harmlos. Nee? Das war doch, das ist doch eine Schülerin von dir. Na, das hat doch damit nichts zu tun. Nee? Ist doch eine junge Dame wie jede andere. Ach Gott, Mensch, Michael, wir sind doch Männer. Dann stell dich doch nicht so an. Wir sind doch Schulkameraden. Du, also, ich baue selbstverständlich auf deine Diskretion. Herr Scholz wartet im Empfangszimmer, Herr Senator. Führen Sie Herrn Scholz zu mir. Ich danke Ihnen, lieber Schwager, dass Sie gekommen sind.
Ich habe Ihnen diesen Brief mit Bedacht nicht an Ihre private Adresse geschickt. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Sondern in Ihr Comptoir, um zu vermeiden, dass meine Schwester von diesem Gespräch erfährt. Es ist im Allgemeinen nicht meine Art, indirekte Wege zu gehen. Noch weniger ist es meine Art, mit meinen privaten Gefühlen andere zu behelligen. Aber leider zwingt mich die Situation dazu. Ich verstehe nicht. Sie werden gleich verstehen. Denn Sie sind es, der mich dazu veranlasst, einzugreifen. Und leider ist auch meine Schwester nicht schuldlos daran. Sie haben kein Recht, an dem Verhalten meiner Frau Kritik zu üben. Und auch nicht an meinem. Wir wollen es tunlichst vermeiden, einen feindschaftlichen Ton in unsere Unterhaltung zu tragen. Umso mehr, als in diesem Fall unsere Interessen leicht zu koordinieren sind. Ich bin von dritter Seite darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine Schwester in Verhältnissen lebt, die ihrer Gesundheit auf die Dauer nicht zuträglich sind. Was sagen Sie da? Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich stelle Ihnen eine gewisse Summe zur Verfügung, die Sie zur Erhaltung von Irenes Gesundheit zu verwenden haben. Geeignetes Hauspersonal, vielleicht eine Erholungsreise, absolute Schonung, auch einmal Theater und Konzert. Mit einem Wort, das Minimum an Lebensstandard, das meine Schwester mit Recht beanspruchen kann. Selbstverständlich darf sie von unserer Abmachung nichts erfahren. Also, Sie wollen behaupten, dass ich meine Frau nicht ernähren kann? Sie wollen damit sagen, dass Irene an meiner Seite zugrunde geht? Haben Sie mich hierher bestellt, um mich zu beleidigen? Ich verbitte mir Ihre Bevormundung. Woher nehmen Sie in Ihrer Situation eigentlich die Unverfrorenheit, einen solchen Vorschlag abzunehmen? Wenn Sie schon den Mut gehabt haben, Irene aus Ihrer gewohnten Umgebung herauszureißen, so hätten Sie auch die Kraft haben müssen, die Verantwortung und die Konsequenzen zu tragen. Aber Ihr Unternehmungsgeist scheint sich ja damit erschöpft zu haben, dass es Ihnen gelungen ist, Irene mit Ihrer ganzen Familie zu entzweien. Irene ist glücklich mit mir. Das mag so aussehen. Heute. Und vielleicht auch noch morgen. Aber glauben Sie wirklich, dass eine Frau wie Irene auf die Dauer ganzes Leben lang in so beschränkten Verhältnissen glücklich sein kann? Und Sie erwarten im Ernst, dass ich Ihr Angebot akzeptiere? Ich halte es in Ihrem Interesse für selbstverständlich. Oder wollen Sie Irene verlieren? Und was glauben Sie denn, was ich Irene sagen soll? Woher ich das Geld habe? Das, lieber Schwager, muss Ihnen schon selbst einfallen. Wie schön du bist, Irene. Seit wann hast du Geheimnisse von mir? Was hast du eigentlich? Bist du anders in letzter Zeit? Gar nichts habe ich. Hast du dich zu beklagen? Habe ich dich vielleicht vernachlässigt? Nein, im Gegenteil. Ich mache mir nur Sorgen. Sorgen? Du machst dir Sorgen. Tue ich nicht alles, was ich kann? Ich versuche dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Aber wenn dir das alles nicht genügt, wenn deine Sehnsucht nach der großen Welt stärker ist als alles andere, dann... Deine Familie wird dich mit offenen Armen aufnehmen. Micha, warum bist du so gereizt? Ich bin gar nicht gereizt. Aber du musst nicht glauben, dass ich die versteckten Vorwürfe nicht heraushöre. Es ist doch nicht meine Schuld, dass wir uns so einschränken müssen. Ich habe als Gott getan, was den Menschen möglich ist. Aber davon spricht doch niemand. Nein, davon wird geschwiegen. Aber das ist es ja gerade. Ich weiß genau, was ihr alle denkt. Du bist sehr ungerecht. Du bist ein völlig anderer Mensch geworden. Ich habe dir doch wirklich keine Veranlassung dazu gegeben. Ich habe immer zu dir gehalten. Es war manchmal wirklich für mich nicht ganz leicht. Na, denkst du denn, für mich ist es leicht?
Dafür hat schon dein Herr Bruder gesorgt, dass ich nicht vergesse, wen ich geheiratet habe. Michael! Ach, sei doch ehrlich! Im Grunde tut es dir doch längst leid. Du bereust es ja längst. Weiß ich Stransky, unser kommender Caruso. Ich gehöre zum Stamm einer Astra, welche sterben, wenn sie lieben. Lass doch den Unsinn. Wer war denn das? Das war nämlich Direktor Friedrichs. Mein Prinzipal, weißt du. Gestatten Sie, Van Hoven. Gnädige Frau, darf ich bitten? Sie erlauben doch. Bitte, sehr gern. Anfragen. Dann gestatten Sie mir, gnädige Frau, dass ich in diesem Prozess Ihre Verteidigung übernehme. Herr Scholz, würden Sie mir die große Freude machen, sich mit Ihrer Frau Gemahlin unserer Gesellschaft anzuschließen? Ja, wenn es meiner Frau recht ist, gerne. Dann darf ich Sie führen. Aber dafür, meine Gnädigste, müssen Sie mir unbedingt gestatten, Sie in meinem Atelier in Farbe zu porträtieren. Nein, lieber Professor, ich weiß doch, wie sehr es der sehnlichste Traum aller jungen Damen ist, einmal von Ihnen, lieber Meister, gemalt zu werden. Das ist so viel Spaß, die Schwester von Senator Delius. Ihre Frau Gemahlin, lieber Herr Scholz, eine aparte Erscheinung. Sie sind wohl nur vorübergehend in der Stadt. Nein, ich bin hier tätig. Darf man fragen, wo? Bei der Victoria Assekuranz. Ach, ist Direktor Friedrich nicht mehr da? Doch, auch. Junge, nichts, das bringt mein Nächste. Ja, gerne. Verzeihen Sie, lieber Meister. Aber ein bisschen Bewegung wird mir gut tun.
Himmel, jetzt werden wir geschafft. Ach ja, mein Junge, haben Sie schon der Wohltätigkeit Ihren Tribut gezahlt? Selbstverständlich, Frau Stadtbauer. Ich habe bereits am Basar im Kaktus zwei Klöppeldeckchen und eine Helgoländer Muschel erstanden. Zeigt eure Kostbarkeiten. Meine Herren, der Wohltätigkeit sind keine Schranken gesetzt. Bitte schön. Vielen Dank. Ihr Konkurrent hat allerdings 50 Mark gegeben, Herr Lüders, wenn Sie das auf sich sitzen lassen wollen. Aber diese sind ja noch grausamer als die Steuerbehörde. Vielen Dank, Herr Dr. 50 Mark. Ach, Herr Dr. Van Hoven, bitte schön. 75 Mark von Herrn Dr. Van Hoven. Nobel wie immer. Herr Dr. Van Hoven hält die Spitze mit 75 Mark. Wer bietet mehr? Ach, Herr Konsul Thomsen, 75 Mark von Herrn Dr. Van Hoven sind zu überbieten. Bitte schön, Sie werden doch gewiss im edlen Wettstreit der Wohltätigkeit. 100 Mark von Herrn Konsul Thomsen, eine fürstliche Gabe. Sie haben Frau Stadtbauerin. Sie haben ja schon ein ganzes Vermögen beisammen. Im vorigen Jahr habe ich sogar die Frau Oberbürgermeister übertrumpft. 100 Mark von Herrn Konsul Thomsen sind zu überbieten, eine fürstliche Gabe. Meine Herrschaften, Sie werden doch gewiss im edlen Wettstreit der Wohltätigkeit. Bitte, mein Herr, nehmen Sie doch die Gelegenheit, bei gutes Werk zu tun. 100 Mark von Herrn Konsul Thomsen sind zu überbieten, bitte schön. Zehn Mark? 20 Mark? 100 Mark von Herrn Konsul Thomsen sind zu überbieten. Leben Sie wohl, Herr Scholz. Na, meine Herren, ich lasse noch mit einem kleinen Spielchen. Ich für meinen Teil muss ablehnen. Ich bin in letzter Zeit permanent am Verlieren. Na, wahrscheinlich mehr Glück in der Liebe gehabt. Na, Sie sind doch nicht etwa abergläubig? Nein, nein, aber irgendwie ist es doch unerklärlich. Wissen Sie, meine Herren, wenn man gerade so in einer Pechsträhne sitzt, dann... Gerade dann muss man weiterspielen. Natürlich sagt man in solch einer Situation nie, was man fühlt. Glücklicherweise. Gefühle sind gefährlicher als Worte. Ich als Ehemann wüsste schon, was ich zu tun hätte. Oh, wie wunderschön. Hier sind noch
Reizender Einfall. Oh, dieser wunderbare Schmerz. Herr Scholz? Mia. Herr Scholz, ich bekenne mich geschlagen. Erlauben Sie mir, Ihnen mein Kompliment zu machen. Es gibt eben immer noch Kavaliere, Herr. Scholz. Michael Scholz. Ach, mein Gedächtnis ist in letzter Zeit leider. Die Menschen beschweren sich häufig über ihr schwaches Gedächtnis, Gnädigste. Aber selten über ihren schwachen Verstand. Nicht wahr, Irene? Wir haben lange nicht zusammen getanzt. Viel zu lange nicht. Komm, Michael. Entschuldigen Sie mich bitte. Die Rosen müssen doch ein Vermögen gekostet haben. Ja, Geliebte. Für einen kleinen Kontoristen sind sie gar nicht zu bezahlen. Aber ich bin kein kleiner Kontorist mehr. Ich bin... Micha, du hast einen Spips. Ein Spips? Ich bin trunken, berauscht vom Leben, von dir, der herrlichsten Frau der Welt. Michael, sei doch mal ernst. Wo hast du das Geld her? Irene, ich habe einen Abgrund übersprungen. Du hast dort gestanden, nicht hier. Zwischen uns war das Leben, das Glück, die Sorglosigkeit. Aber jetzt... Michael! Du drückst mich ja tot! Nein, ich halte dich nur fest und werde dich nie loslassen. Gefahren zerflossen in nichts. Ich sah nur sie, sie allein. Und das wollte man mir nehmen. Das sollte ich hingeben. Niemals. Niemals, Pinguin. Ja, ja, ja. Wir alle haben unseren Teil zu tragen. Und es ist nicht an uns. Nicht an uns? An wem denn? Unser Lebensweg ist uns vorgezeichnet. Und der unerforschliche Ratschluss der Allmacht. Wer die Bosheit und Dummheit der Menschen kennt, für den ist die Allmacht gar nicht mehr so unerforschlich. Schicksal, Fügung, Allmacht. Ein Spiel mit schlecht gemischten Karten. Herr, da hätten Sie schon ein paar Jährchen früher kommen müssen. Da war es stinkvornehm bei mir. Da verkehrte die ganze lackierte Gesellschaft in meinem Haus. Da war ich ein angesehener Mann, weil ich Geld hatte. Und keiner fragte, woher ich es hatte. Na und, woher hatten Sie es denn wirklich, Michael? Na, auf Wechsel, Alter, auf Wechsel. Woher denn sonst? Ich spekulierte. Der Name meines Schwagers war Sicherheit genug. Ich spielte. Verlor und gewann. Ich setzte auf jede Karte, recht oder unrecht. Ich handelte dem Leben aller äußeren Werte ab. Corrigé la fortune. Ich war zum Magier geworden. Ich hatte für Irene eine unbeschwerte Glückseligkeit gezaubert. Und habe ihren Dank entgegengenommen wie ein Illusionist den Applaus der Menge. Entschuldige, Liebste, es hat länger gedauert, als ich dachte. Das macht nichts. Du bist ja da. Um wirklich zu leben, braucht man so viel Zeit, dass man kaum noch Zeit findet zum wirklichen Leben. Aber ich will, dass du auf mich stolz sein kannst.
Weißt du, Irene, was mein Ziel ist? Na, rate mal. Ich weiß wirklich nicht, Micha. Den Tag sehne ich herbei. Und er wird kommen. Ich werde nicht eher ruhen. Aber nun sag doch schon, was für ein Tag. Der Tag, an dem dein Bruder mir die Teilhaberschaft bei der Firma Delius anträgt. Warum? Werden wir dann glücklicher sein? Post? Nur die Abendzeitung. Nichts Besonderes? Herr Dr. Van Hoven hat angerufen. Ist da nichts Besonderes? Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, die gnädige Frau. So. Ist gut. Können gehen. Gute Nacht, gnädige Herr. Tja, ja, Herr Oberlehrer. Es ist furchtbar. Furchtbar. Diese arme Ruth. Wie konnte sie auch nur so etwas machen? Tja, wie konnte sie auch nur so etwas machen? Vielleicht, weil sie ein Kind unter dem Herzen trug. Die Obduktion der Leiche hat es ergeben, wenn man den Zeitungsnachrichten trauen darf. Es wird doch wohl niemand auf den Gedanken kommen, zwischen mir und diesem furchtbaren Unglück eine kausale Beziehung zu konstruieren. Nein, auf diesen Gedanken wird so ohne weiteres niemand kommen. Gott sei Dank. Ach, wäre auch ein schwerer Schlag für mich. Nur auf deine Diskretion kann ich ja bauen, nicht? Wir sind ja auch immer die besten Freunde gewesen und gute Schulkameraden, ne? Absolut. Also mir fällt direkt ein Stein vom Herzen. Ich stehe ja kurz, du entschuldigst doch, ja, kurz vor meiner Hochzeit. Und eine so peinliche Affäre, nicht? Das ist treffend formuliert. Ein Erzieher verführt seine Schülerin, entzieht sich der Verantwortung, treibt das Mädchen in den Tod, um bald darauf eine gute Partie zu machen. Eine weitaus weniger peinliche Affäre ist es, wenn ein Geschäftsmann, der kurzfristige Verpflichtungen hat, ein Darlehen aufnimmt. Zum Beispiel bei einem Freund, einem Schulkameraden. Deine zukünftige Frau ist doch sehr reich, nicht wahr? Wohlhabend. Wohlhabend. Das genügt. Wie soll ich das verstehen? Du verstehst schon ganz richtig. Das klingt ja wie... Es klingt auf jeden Fall nicht wie Mord. Haben Sie Telefon? Da hinten, längst in der Ecke. Danke. Hier bei Scholz? Nein, gnädiger Herr, noch nicht. Nein, sie hat auch nicht hinterlassen, wann sie wiederkommt. Einen doppelten Cognac, bitte. Jawohl. Wenn ich das Märchen meines Lebens mir erzähle, dünkt mich ein anderer Sprech.
Ich hörte zu. Was hatten die Alte? Die ist verrückt. War mal eine Berühmtheit, Hofschauspielerin. Hat dann einen Grafen geheiratet und 15 Jahre Zucht aus dem Buckel. Warum? Hat ihn umgebracht mit Gift. Doppelten Korn. Was machen Sie denn da? Frage an das Schicksal. Was? Ich meine, was fragen Sie? Neugierig sind Sie nicht, junger Mann. Nicht aus Neugierde, aus Interesse. Ob mir wohl heute einer einen Cognac spendiert? Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Er wird einen Cognac für die Dame. Dame ist gut. Für mich auch bitte, ja? Der Herr hat eben Manieren und ihr seid Pflege. Können Sie denn das? Was? Aus den Karten lesen? Mischen Sie. Und bei diesem Experiment bekam der gute Professor Röntgen einen gewaltigen Schreck. Denn plötzlich sah er deutlich das Knochengebilde seiner eigenen Hand auf dem Schirm. Es ist also fast ein Zufall, dem die Menschheit eine der größten Waffen im Kampfe gegen Leiden und Krankheit verdankt. Für mich klingt das alles wie ein Wunder. Ja, und gerade das ist es nicht, gängige Frau. Es ist ein Sieg des menschlichen Geistes. Und gerade die Wundergläubigen haben eine große Schlacht verloren. Sie haben so interessant erzählt, Herr Doktor. Und ich muss jetzt gehen. Also machen Sie sich keine Sorgen, gängige Frau. Ich erwarte Sie am Dienstag um 6 Uhr oder sagen wir besser um 7. Außer meiner Assistentin ist da niemand da. Und Sie können sich fest darauf verlassen, nur Sanitätsrat Lehfeld erfährt von dem Resultat. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Es liegt mir wirklich sehr daran, dass... Ja, ich verstehe. Der Kollege Lehfeld hat mir übrigens in seinem Schreiben schon diesbezügliche Andeutungen gemacht. Sie haben Glück bei Frauen, junger Mann. Das Geschäftliche steht gut. Sie bekommen den Besuch eines Mannes. Bald. Der Ihnen Erfolg einbringt. Das ist verblüffend. Ein Kompliment. Der Mann kommt morgen schon zu mir. Das ist Delius, vom Bankhaus Delius. Bringen Sie uns noch einen Schnaps. Sehen Sie? Und da ist eine Reise. Und hier ein Todesfall in der Verwandtschaft. Ein Todesfall? Ein Mann oder eine Frau? Mischen Sie gut. Ende! Hier ist der genaue Bericht. Ich habe die Beobachtung wie immer diskret und gewissenhaft durchgeführt. Sie sind nicht zur Beobachtung, sondern zum Schutz meiner Frau bestellt. Merken Sie sich das. Königstraße 21. Haben Sie sich da auch nicht geirrt? Nein, ausgeschlossen. Gewesen. Der gnädige Herr hat einige Male angerufen. So. 172. Ich möchte Herrn Van Hoven sprechen. Hier Scholz. Guten Tag, Herr Van Hoven. Oh, danke. Sehr gut. Wir würden uns sehr freuen, Herr Van Hoven. Wir haben morgen Abend ein paar Gäste. Wenn Sie uns auch die Ehre geben würden. Das ist sehr liebenswürdig. Sagen Sie, Sie wohnen doch Königstraße 21. Natürlich. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Bitte. Wir fahren uns her. Sie werden Ihre Frau verlieren. Sie werden Ihre Frau verlieren.
Ich muss gestehen, dass ich eigentlich nur aus Neugierde gekommen bin. Und was habe ich reden müssen, um meinen Mann zu bewegen, mitzukommen? Der ist so gar nicht mehr gesellschaftlich. Aber das ist doch keine Gesellschaft, habe ich gesagt. Du gehst doch bloß zu deiner Schwester. Übrigens habt ihr es hier sehr nett. Sei froh, dass du dich so repräsentieren brauchst, Irene. Man ist viel glücklicher, wenn man einfach und bescheiden leben kann. Übrigens, der Herr Senator und ich, wir sind dieses Mal nicht auf die Hohenzollern eingeladen worden. Wir haben uns deswegen keine grauen Haare wachsen lassen. Delius, habe ich gesagt, dann werden wir eben mit unserer eigenen Yacht eine Fahrt nach Spitzbergen machen. Wenn man bedenkt, was mein Mann alles an Stiftungen gegeben hat, dann muss ich schon sagen, allein 50.000 Mark für das Augusta-Krankenhaus. Das Kirchenfenster in der Michaeliskirche, das große, schöne hinterm Altar, war ja auch nicht billig. Und die vielen Wohltätigkeitsvereine. Der Mocker ist serviert. Und was das für eine Plage ist, wenn man gezwungen ist, ein großes Haus zu führen, wie der Herr Senator, da hat man als Dame Verpflichtungen, na, sie glauben gar nicht. Es ist ein schweres Los, mit einem Genie verheiratet zu sein. Und ein Genie ist der Herr Senator. Über seine Tiefvater können Sie sagen, was Sie wollen, mein Mann ist ein Genie. Ich will nicht in Sie dringen. Aber es tut mir leid, dass ich Ihr Vertrauen so wenig besitze. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es selbst nicht genau. Aber wenn Sie es gut mit mir meinen, dann halten Sie bitte beide Daumen für mich. Bis Dienstagabend. Aber das nützt doch gar nichts. Wenn ich die Daumen halten soll, muss ich genau wissen, wofür. Vielleicht muss ich verreisen. Verreisen? Ja, auf lange Zeit. Die Berge. Zum Beispiel nach Davos. Nach Davos? Mein Gott, ist doch nicht möglich. Frau Irene. Aber ich flehe Sie an, lassen Sie niemand etwas davon merken. Ich hätte es Ihnen gar nicht sagen sollen, es ist ja nicht gewiss. Bitte, lieber Van Hoven, auch mein Mann weiß nichts davon. Warum denn nicht? Er hat Sorgen genug, fürchte ich. Er spricht nie mit mir darüber, wie ich fühle es. Geschäftlich? Ja. Und ich möchte ihm jede unnötige Aufregung ersparen. Sie kennen ihn doch auch ein bisschen. Wenn ich Gewissheit habe, so oder so, ist ja immer noch Zeit genug. Sie können sich auf mich verlassen, gnädige Frau. Wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Es ist besser. Ihre Beherrschung ist bewundernswert, Frau Irene. Das muss sein. Nur noch bis Dienstag. Ihre Firma Michael Scholz? Nein. Herr Direktor Scholz ist nicht anwesend. Nein, den ganzen Tag noch nicht. Das glaube ich nicht. Heute wird er wohl nicht mehr kommen. Es ist ja gleich 5 Uhr. Richtig erschreckt. Ja, das kenne ich. Das ist das schlechte Gewissen. So sagt man wenigstens. Dabei ist das natürlich Unsinn. Wenn man unerwartet angesprochen wird, dann erschrickt man eben. Ist doch ganz natürlich, nicht wahr, Irene? Michael, du hast getrunken. Etwas. Solltest du nicht. Du verträgst zu wenig. Das weißt du doch. Ja, ich vertrage zu wenig. Daran liegt es wohl. Michael, ich wollte es dir schon immer einmal sagen. Bist du glücklich, Irene? Ja, natürlich. Das ist schön. Aber du, Michael, du solltest einmal ausspannen. Du bist einfach überarbeitet.
Wir sollten verreisen. Wir hatten es uns doch so oft gewünscht. Weißt du? Irgendwohin, alles hinter uns lassen. Ans Meer, an die Berge. Irgendwohin und alles vergessen. Na, das müsste man. Einfach alles vergessen. Warum lachst du so? Geliebte. Geliebte? Wie das klingt, wenn du das sagst. So fremd. So unmoralisch. Ich kenne dich gar nicht so. Ich kenne dich auch nicht so. Niemand kennt den anderen wirklich, glaube ich. Und trotzdem liebe ich dich. Ist doch komisch, dass ich dich trotzdem liebe. Bleibst du heute zu Hause? Nein, ich muss noch einmal fort, eine Verabredung. Es hängt übrigens sehr viel davon ab. Geschäftlich. Sehr viel. Es ist überhaupt höchste Zeit, dass ich gehe. Höchste Zeit. Wann bist du zurück? Das weiß ich noch nicht genau. Es kann spät werden. Ach, mach mir bitte mal das Kleid zu. Du bleibst doch sicher zu Hause? Ja. Ja, ich bleib zu Hause. Vielleicht mache ich noch einen kleinen Besuch bei Frau Varell. Die alte Dame hat morgen Geburtstag, du weißt doch, wie sehr die beiden an uns hängen. Wir waren doch für sie immer so etwas wie ihre Kinder. Wir sollten sie eigentlich mal gemeinsam besuchen, vielleicht Sonntagnachmittag. Sie fühlen sich jetzt so vereinsamt. Wir würden Ihnen bestimmt eine riesige Freude machen. So, jetzt. Solltest du gehen, Irene, dann grüß die Varells von mir. Ja, will ich tun. Adieu. Adieu, Micha. Bis heute Abend. Guten Abend, Herr Frau. Der Herr Doktor bittet Sie, sich etwas zu gedulden. Bitte treten Sie ein. Okay? Er wird aber gleich kommen. Haben Herr Doktor sonst heute noch Wünsche? Ja. Bringen Sie mir ein bisschen später noch einen starken Kaffee. Ich habe zu arbeiten.
Ich bin auch nicht mehr zu sprechen heute. Nur wenn Frau Direktor Scholz telefonieren sollte, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Ein heißer Kaffee. Danke. Sie können schlafen gehen, ich brauche Sie nicht mehr. Gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. So, Schwester, dann schalten Sie mal das Licht aus und führen Sie die gnädige Frau hinter den Leuchtschirm. Bitte, die gnädige Frau. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben, meine Frau. Es geschieht Ihnen nichts. Na ja, Schwester, können wir? Ja, bitte, Herr Doktor. Also dann einschalten. Härter. Ja, noch ein bisschen. So ist gut, danke. So, und jetzt atmen Sie mal tief ein. Ein. Aus. Nochmal. Ein. Aus. Frau, ich kann Sie beruhigen. Es ist wirklich kein Grund zur Aufregung. Ich verstehe zwar den Verdacht meines Kollegen, es ist da ein erweiterter Hilus, aber von einer Erkrankung oder gar akuten Gefahr ist glücklicherweise keine Rede. Oh, Gott, bin ich froh, Herr Doktor. Mir ist ein Stein vom Herzen. Sie brauchen lediglich Ruhe und vor allem auch keine seelischen Aufregungen. Na, ich werde darüber ausführlich an Sanitätsrat Lefel schreiben. Danke Ihnen vielmals. Das kann ich es ja auch ruhig meinem Mann sagen. Guten Abend, gnädiger Herr. Die gnädige Frau ist vor etwa einer halben Stunde nach Hause gekommen. Ich habe den Auftrag, das Abendbrot zu richten und Sekt kaltzustellen. Guten Abend, Irene. Guten Abend.
Lass dich nicht stören. Schön, dass du so früh gekommen bist. Wie war deine Besprechung? Gut, Irene, gut. Spiel noch weiter. Es ist so schön, wenn du spielst. Michael Scholz seine Frau umgebracht. Genauso wie es ihm prophezeit worden ist. Also bitte, wie erklären Sie sich das? Aber jetzt sind Sie gekommen. Ich habe es gewusst. Endlich. Schon im ersten Augenblick, als Sie ins Zimmer traten, fühlte ich die gleiche rätselvolle Bindung wie damals. Mein Gott, Sie werden meinem Leben den Sinn wiedergeben. Sie werden mich rechtfertigen. Ich weiß es. Ich weiß es. Mein Schicksal ist fest an das Ihre gebunden. Ich sehe Ihre Zukunft vor mir, unentrinnbar. Ich sehe... Schwindel! Ein hundsgemeiner Betrug, ein komödiantischer Trick. Ah, großartig verkauft, Pinguin. Und darauf kommt es an. Ein Stück Schicksal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Mein Kompliment, Kollege Sapis. Mein Gott, Michael. Das ist ja eine furchtbare Verirrung. Aber warum machen Sie das hier? Nach allem, was Sie erlebt haben? Das ist mir unerklärlich. Wenn man 10 Jahre Knast geschoben hat, dann hat man nicht mehr allzu viel Auswahl. Ich bin gelaufen, alter Herr. Er hetzt. Treib auf, treib ab! Halb verhungert. Ich wollte wieder anfangen. Arbeiten. Ein Blick auf meine Papiere hat genügt. Die Menschen brauchen ihre Illusion. Eine amtlich beglaubigte Untadeligkeit wiegt mehr als ehrlicher guter Wille. Für das Geschäft mit dem Wunderbaren hatte ich ja mein Lehrgeld bezahlt. Die Dummen werden nicht alle, Pinguin. Vom ägyptischen Traumbuch bis zur wissenschaftlichen Methode, sie lassen sich alle mit Vergnügen übers Ohr hauen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich, Silvio Silvestro, der Mann mit der Maske, biete euch für 20 Pfennig den Schwindel, der euch glücklich macht. Nicht der Erste und nicht der Letzte, aber unbestritten der Billigste von euren Propheten.